gesehen, dass ich ein paar Kniffe jetzt in den nächsten Wochen für mich persönlich anders gestalten werde. Und das liegt einfach daran, dass ich jetzt im Herbst bestimmte Ziele erreichen möchte. Das Jahr neigt sich so ein bisschen dem Ende und ich merke für mich, ich möchte doch ein paar Projekte noch erledigen, bevor das Jahr schon wieder vorüber ist und ein neues Jahr beginnt. Und darum wollte ich euch heute so ein bisschen mitnehmen, auch in meinem Kalender, wie ich das Ganze plane. Zum Kalender selbst gibt es schon ein Video. Ich werde auch noch ein Video machen zum Thema, welchen Kalender kann ich euch empfehlen. Das kommt alles noch. Heute geht es schlichtweg darum, wie ich meine Ziele so ein bisschen aufplane oder wie ich meine Ziele Stück für Stück angehe. Und genau dazu gibt es auch einen begleitenden Podcast, eine Podcast-Folge. Wer das einfach mal hören möchte im Auto oder bei der Hausarbeit, kann ich meinen Podcast empfehlen. Oder die Infografik, die ich dazu erstellt habe, findet ihr auf meinem Blog auf gabelschereblog.de. So, jetzt nehme ich euch ganz kurz mit, denn ich habe jetzt gerade ein Zeitfenster. Wir haben jetzt 8.25 Uhr. Und es geht auch genau um diese Zeitfenster, die ihr finden müsst, um eben kleine Teilschritte zu schaffen. Ich habe heute einen Homeoffice-Tag bzw. mobiles Arbeiten. Das bedeutet, ich kann von zu Hause aus arbeiten und werde das Ganze gleich um 9 Uhr starten. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, vorher noch ein bisschen was anderes zu erledigen. Und in diesem Fall heute arbeite ich daran, für euch noch ein Video zu machen und die Inhalte noch umzusetzen, die mir so im Kopf rumschwirren. Und das ist heute nämlich, wie setze ich Pläne um, wie setze ich Teilschritte um, wie gehe ich das konkret an und wie habe ich es jetzt in den letzten ein, zwei Wochen schon gemacht. Also lasst uns mal kurz hinsetzen an den Tisch und dann zeige ich euch, was ich meine. So, dann versuchen wir uns mal daran. Ich glaube, die Kameraeinstellung ist nicht optimal, aber besser kriege ich es jetzt im Moment nicht hin. Das hier hatte ich euch auch mal auf Instagram gezeigt. Und zwar habe ich mal für mich aufgeschrieben, was ist denn so mein vorherbstlicher Plan? Also was möchte ich jetzt im Herbst erledigen? Das sind ganz normale so organisatorische Ziele, aber auch persönliche Ziele. Da komme ich jetzt nach und nach drauf. Also grundsätzlich finde ich, im Herbst ist ein guter Zeitpunkt zum Entrümpeln, Sortieren, Verkaufen und zur Vorsorge natürlich auch mal wieder. Das habe ich für mich und für die Kinder unterteilt und ich muss unbedingt meinen Hauswirtschaftsraum mal wieder entrümpeln. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Leider ist der Zustand wieder der alte, das heißt, das muss ich unbedingt noch machen. Und dann mache ich es so, dass ich mir auch so Wochenziele aufschreibe. Dann nehme ich halt mir einfach so ein kleines Kästchen nochmal raus und schreibe dann auf, was ich machen möchte. So, Hauswirtschaftsraum entrümpeln oder säubern. So, und dann habe ich mir halt aufgeschrieben, meinen Kleiderschrank und den der Kinder nochmal sortieren. Meinen habe ich schon erledigt. Für die Kinder, das mache ich noch, weil ich warte jetzt noch so ein bisschen ab, bis die Jahreszeiten wirklich sich verändern. Dann wollte ich bei eBay Sachen verkaufen. Das habe ich tatsächlich auch schon geschafft. Für mich gilt es noch, eine Sache zu verkaufen aus meinem Bestand. Und das schreibe ich mir jetzt auch nochmal auf. So, dann Vorsorgetermine für die Kinder. War ich schon beim Zahnarzt mit den Kindern und die U-Untersuchung habe ich schon Termine aufgestellt. Für mich den Zahnarzttermin muss ich noch machen und Frauenarzttermin habe ich auch schon aufgestellt. Also muss ich für mich noch den Zahnarzttermin machen. So, dann habe ich hier unten so persönliche Ziele festgehalten. Die vom Karl habe ich jetzt mal abgeklebt, weil ich finde, das muss jetzt auch nicht so jeder immer alles wissen. Von Marie ist relativ offensichtlich, weil das glaube ich auch so ziemlich alle wissen, dass sie ja jetzt ein Vorschulkind ist. Das bedeutet, für Marie muss ich die Vorschultermine aufplanen, wenn ich sie denn bekomme. Ich möchte sie gern zum Schwimmkurs anmelden, da habe ich auch schon eigentlich rumtelefoniert. Und natürlich ganz wichtig diesen Herbst die Schulanmeldung, das habe ich mir hier einfach nochmal aufgeschrieben. Das sind so die drei großen Dinge, die für Marie anstehen. Ähnlich habe ich das für Karl gehalten, aber wie gesagt, die sind etwas privater Natur. Dann hatte ich mir nochmal konkreter aufgeschrieben, was möchte ich denn über eBay verkaufen. Und genau, da hatte ich mir aufgeschrieben den Fußsack,
Den habe ich verkauft. Schneeanzüge habe ich verkauft. Ich habe noch einen Filofax zu verkaufen. Und dann wollte ich noch Kleidung spenden und das habe ich auch erledigt. Genau, und jetzt zeige ich euch nochmal im Konkreten, wie ich das so schon bis jetzt in den Wochen gemacht habe. So sieht das Ganze dann aus. Wenn meine Woche startet, mache ich mir ganz gerne hier an der Seite so Kästchen, was ich so innerhalb der Woche erledigen will. Das bedeutet nicht, dass ich das alles am Montag abarbeiten muss, aber ich muss es einfach nochmal für mich im Kopf haben. Und ich schaffe auch nicht alle Ziele, aber das ist in Ordnung. Ich finde immer, man kann sich die Ziele ruhig ein bisschen hochstecken. Was man dann in der Woche schafft, das muss man dann schauen. So habe ich meistens für mich eine Liste für den Blog oder für die Arbeit, die ich im Hintergrund mache, so für den Blog und YouTube und Podcasts. Dann noch meine persönlichen Ziele, sprich das Fotobuch angehen, Zahnarzttermin, Friseurtermin wollte ich mir auch mal wieder gönnen, habe ich bis jetzt auch noch nicht geschafft. Und eBay hatte ich und die Schwimmschule habe ich auch angerufen. So, und dann habe ich hier unten noch so einen kleinen Fitness-Tracker für mich gemacht, der zeigt halt, was ich dann in der Woche geschafft habe oder auch nicht. Genau, und dann schreibe ich eigentlich so unterhalb der Woche dann nochmal auf, was ich gemacht habe. Und manchmal schaffe ich es, wie zum Beispiel hier an diesem Freitag, das ist ja immer mein Zuhause-Tag, um da nicht in so ein planloses Loch zu fallen, mache ich es meistens so, dass ich mir dann nochmal ganz konkret aufschreibe, was möchte ich denn an diesem Freitag schaffen, was könnte ich schaffen. Und ihr seht, auch hier habe ich nicht alle Punkte abarbeiten können, längst nicht alles geschafft, aber zumindest habe ich das schon mal so für mich ein bisschen aufgeplant. Dann in der folgenden Woche habe ich es dann gemacht, dass ich wieder hier begonnen habe, mir aufzuschreiben, was möchte ich denn privat machen, was möchte ich für den Blog machen. So, und dann seht ihr schon, dass ich für den Blog tatsächlich einiges geschafft habe, Sachen zu promoten, E-Mails zu verschicken. Genau, und hier hatte ich dann auch schon das Ziel gehabt, für die eBay noch mehr einzustellen, das Fotobuch zu beginnen, habe ich auch noch nicht geschafft. Aber das kann man halt nicht immer alles schaffen. Und dann ist es auch so, dass ich teilweise hier, wenn ich so einen Homeoffice-Tag oder so mobiles Arbeiten mache, dass ich mir dann aufschreibe, okay, welche Punkte möchtest du denn da erledigen? Und in diesem Fall war es jetzt ein Blogpost noch schreiben, das habe ich dann auch geschafft an dem Tag. So, und dann sind wir wieder hier gelandet. In der letzten Woche hatte ich dann immer noch das Ziel, das Fotobuch zu beginnen. Ich habe es zumindest begonnen. Das ist mir zumindest gelungen, dass ich schon mal den Ordner strukturiert habe, die Fotos ein bisschen sortiert habe und durchgeguckt habe vom letzten Jahr. Und ich habe jetzt die Idee, dass ich das nicht nur nach Monaten angehen möchte, das Fotobuch, sondern dass ich da auch so bestimmte Themenseiten immer zwischendurch machen möchte. Zum Beispiel Thema Garten oder Thema Playdates, dass ich dann da auf so Themenseiten Fotos vom ganzen Jahr gesammelt nochmal zeige. Das möchte ich dieses Jahr mal ein bisschen anders machen, also das habe ich schon mal begonnen. Ja, und Videos filmen, das mache ich ja jetzt auch, beziehungsweise wenn ihr das seht, ist schon die nächste Woche, aber da bin ich jetzt auch dran. Das bedeutet, man kann nicht alle Ziele schaffen, die man sich so aufplant, aber man hat sie immer wieder im Blick. Und so mache ich das dann jetzt auch mit der aktuellen Woche, die wir jetzt quasi haben. Die aktuelle Woche. So. Das ist quasi die Woche, in der jetzt das Video live geht. Da mache ich dann quasi wieder einen Sticker rein an die Seite, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich für Ziele habe für diese Woche. Und da wird dann sicherlich auch noch was dazukommen jetzt bis Sonntag. Sonntags ist immer so der Tag, wo ich dann anfange, alles fertig zu planen. Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich finde, im Moment fällt es einem recht schwer, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es ist nicht unmöglich. Und genau darüber spreche ich ja auch in meinem Podcast, wie ich das angehe. Ihr seht das, könnt es nochmal nachlesen in der Infografik, die ich erstellt habe. Ich finde es wichtig, für sich nochmal nachzudenken, was sind meine Zeitfenster? In welchen Momenten kann ich vielleicht doch nochmal eine halbe Stunde was einbauen? So wie jetzt zum Beispiel.
Jetzt haben wir 8:45, das heißt, ich mache jetzt gleich hier dieses Video zu Ende und werde mich dann in mein Arbeitszimmer setzen und da quasi mobil arbeiten für meinen Job. Und letztendlich hängt alles daran, dass ihr auch festhalten müsst, welche Ziele wollt ihr denn konkret erreichen. Dass ihr einfach nur denkt, boah, ich muss mal den Kleiderschrank aufräumen, ist ja eine große Aufgabe. Aber was konkret? Wollt ihr entrümpeln? Wollt ihr Sachen verkaufen? Wollt ihr vielleicht Sachen spenden? Wenn ja, wo müsst ihr das hinbringen zum Spenden? Und dass ihr Sachen konkret festhaltet. Ob ihr das jetzt in diesem Kalender macht oder in einem Erfolgstagebuch, wie zum Beispiel dem Happy Me Diary, da könnt ihr auch gut Ziele für euch festhalten. Oder einfach auf eurer Evernote-App im Handy oder. Also Möglichkeiten gibt es viele. Ihr müsst die Möglichkeit finden, die für euch funktioniert. Mich motiviert zum Beispiel das sehr, in meinen Kalender alles aufzuschreiben und so ein bisschen grafisch darzustellen und mit Stickern zu verschönern. Das motiviert mich einfach, es macht mir einfach Spaß und Freude. Und dann kann ich auch einfach an diesen Zielen immer wieder dranbleiben, immer wieder drauf zurückkommen und schauen, was hast du schon geschafft. Und Prioritäten setzen ist natürlich auch total wichtig, auch Störer und Bremser mal sich darüber bewusst zu werden, was raubt mir eigentlich die Zeit. Darüber spreche ich in meinem Podcast auch. Das sind alles so Faktoren, wo ich finde, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Es fällt mir auch schwer. Es gibt auch Wochen, wo ich produktiver bin. Es gibt Wochen, wo ich weniger produktiv bin. Ihr seht das ja selber. Hier kommen nicht regelmäßig jede Woche 2 bis 3 Videos online. Das schaffe ich auch nicht und das muss ich auch nicht schaffen. Aber trotzdem ist es mein Wunsch, Sachen mit euch zu teilen. Und um diesem Wunsch nachzukommen, muss ich halt schauen, was ich alles organisieren kann. Und ihr habt das gesehen mit meinem Sportplan. Ich schaffe es auch nicht jede Woche jetzt wirklich 3-mal Sport zu machen. Das ist mein Ziel, mein Wunsch. Aber ich weiß auch, dass ich im Moment noch andere Aufgaben habe, die für mich größere Wichtigkeit haben. Und darum nehm ich es mir selbst nicht so übel, wenn ich mal was nicht schaffe. Ich werde mir aber dafür dankbar sein, zu Weihnachten, wenn ich es geschafft habe, dieses Fotobuch fertig zu machen. Und ich möchte es ja schön machen, von daher werde ich mir dankbar sein, wenn ich jetzt mal ein paar Wochen so ein bisschen mich zusammenreiße, mich konzentriere und schaue, in welchen Momenten am Tag schaffe ich es denn, an dem Fotobuch zu arbeiten. Und wenn es auch am Abend ist, ich setze mich auch mal abends hin und schreibe noch E-Mails, räume mein Arbeitszimmer auf. Das ist auch immer so eine Aufgabe, Homeoffice vorbereiten oder mobiles Arbeiten vorbereiten. Darüber spreche ich in dem Podcast in dieser Woche. Da habe ich auch eine extra Podcast-Folge zu eingesprochen, zu meinen Erfahrungen zum mobilen Arbeiten, was mir so aufgefallen ist. Einfach mal in meinen Podcast reinklicken und dann setze ich mich abends auch hin und mache das noch und weiß dann, am nächsten Tag werde ich mir dankbar dafür sein, dass ich das Arbeitszimmer aufgeräumt habe, damit ich mich da hinsetzen kann und alles fertig ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch so ein bisschen geholfen, eine Idee gegeben, wie ihr das vielleicht für euch übernehmen könnt. Und wie gesagt, schaut rein in meinen Blogpost mit der Infografik zum Thema Ziele erreichen und endlich was erledigt bekommen. Hört in meinen Podcast rein, was ich da noch ausführlicher erzähle. Und dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch. Macht's gut!